Hallo und willkommen zur nächsten Aufnahme von Nihilumbra. Ja, wir haben in der letzten Folge ja schon ein bisschen nicht schlecht gestaunt, sage ich mal, weil das, guck mal hier, wuhu, sehr atmosphärisches Spiel. This looks like a forest. Ja, tut es. You feel something strange here. Hm. Something wonderful and new. What can it be? Ja, wir versetzen uns auch direkt wieder rein. Ja, sehr mythisch. Achte ein bisschen auf die Musik. Dreht die Boxen auf. Blendet meine Stimme aus, meinetwegen. Genießt es einfach. Das ist super schön, das Spiel. Auch wenn wir nur niedergemacht werden von dem Typen. A new color? Oh. You wanna have it. But it's not the moment yet. Eine neue Farbe. Oh. Oh, guck mal, so eine Hüpffarbe. Ja. Können wir da nicht höher hüpfen, ja? Nee, scheint nicht so zu gehen. Wir müssen wahrscheinlich von oben springen. Hüpf. Super, hat gut geklappt. Nochmal. Hopp. Jawohl. Da sind wir oben. Safe Spot. Die Farbe will ich. Everything can bounce on green ground. Okay. Warte mal. Nee. Hm, da müssen wir genau den richtigen Spot treffen. Bisschen fester. Ja, das sieht gut aus. Hup. Wunderbar. If you try to jump while bouncing, you will do just the opposite. Ja, und du so hüpfst. Okay. Ah, da werde ich landen. Sehr gut. This place is warmer. You don't feel as cold. Maybe you are not as empty as before. Hmm. You are in the forest. A breathing place where the mere breeze feels like the air. There's a huge difference between these magnificent trees and the inert rocks you left behind. But what can it be? What's the difference? You can't explain it. Sehr geil. Diese Atmosphäre, ja. Ich will dem Typen halt auch nie reinreden, irgendwie. Guck mal hier rüber. Nee, da braucht man bestimmt das Grün dann für. Was wir jetzt gleich kriegen werden, hoffe ich. Komm, sag mal was. Jetzt sagt er nichts mehr, jetzt ist er weg. Da ist er! Grün! Juhu! Wir haben eine neue Farbe. Sehr cool. Wir können jetzt hier... Komm, mach mal grün. Ach nee, wir müssen erst dieses Level spielen, oder? Um es zu lernen. Ah, wir fallen. Another color. Yes. Another chance to learn something new. Hmm. Schön, wir können hüpfen. Another step to become something better. Aber ich will immer noch diese Vogelscheuche, oder? Ja, grün. Okay. Green color will turn the surfaces bouncy and elastic. The higher you start, the higher you will bounce. Okay. There's no way to gain height while you are bouncing. You must think right before the first jump. Na komm! Hoch da! You must think right before the first jump. Okay, das heißt, ich muss wohl von ganz oben da drauf. Jawohl, guck mal. Wofür ist das gut hier? Ja, keine Ahnung. Mal gucken. You must think that a new color will make things easier. Ja, das befürchte ich. Probably make them harder. Das befürchte ich erst recht. You have learned everything that you need. You can go back now and und unsere Reise fortsetzen. Ach, jetzt müssen wir wieder hier. Ah, jetzt müssen wir noch mehr nachdenken. Hüsser! Das sollte reichen. Jawohl. Ja, wir sind immer noch so eine Vogelscheuche. Können wir uns nicht in was anderes verwandeln? Was Schönes? Ein Schwein, hoho. Zum Beispiel. Was? Ach, guck mal, da kann ich sogar von der Wand abprallen mit. Das ist ja interessant. Hüpp! Nee, das ist jetzt aber doof. Ach, aber wir können das da löschen. Ach, die Farbe wird auch leerer. Anscheinend, ne?
Fatima. Hopp. 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 Ah, ist das ein Tipp, dass wir hier alles grün machen müssen oder so? Anscheinend. Pass mal auf. So. Und dann hüpfen wir nämlich von da oben. Oh, das wird aber echt kompliziert mit der Zeit, glaube ich. Aber sehr schön, doch. So, pass auf. Hussa! Nicht den Fehler machen und versuchen zu springen, weil dann landet er auf dem Boden. So, haben wir das auch. Sehr gut. Dann machen wir hier. Und da auch. Haben wir das. Und dann machen wir hier mal in blau. Obwohl, nee, da brauchen wir eigentlich rüber springen. Pass mal auf. Hüssa. Ja, guck mal, Intelligenzbolzen, sag ich da nur. You like this place. You feel a little bit warmer here. What could have changed? Maybe it's just the world around you. Or maybe there's something inside your lifeless body. You have a new color. But don't forget what you've already learned. Nein, wir haben... Glaub, wow! Hüsse! Ah, jetzt verstehe ich, was er damit meint. Pass mal auf. Hier bin ich. Hallo? Hol mich! Blödes Vieh. So. Das heißt, wir müssen immer zwischen den Farben umschalten. Was? Was mit dir? Aber da muss es noch eine Farbe geben. Zumindest zu der, ich nenne ihn mal den Farbenbaum aus. Uah! Hat er gerade gesagt, ich kann alleine überleben? Ja, das klappt ja super. Hüsse. Ach, verdammt. Okay, aber ich verstehe. Pass auf. Pass auf. Mist. Das geht nicht gut. Und zick, weg. Jetzt aber. Zack. Okay. Safe Spot. Sehr gut. Uah! Oh, da brauchen wir wieder das Blau. Hier bin ich. Komisches Schattenvieh. Erinnere mich irgendwie so ein bisschen an die Viecher aus anderen Spielen. Ich weiß noch nicht mehr welches. Ja, komm. So. Genatzt. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Okay. Da werden wir grün brauchen. Okay. Ich mache das erstmal grün hier, weil ich muss da wieder die ganze Strecke hüpfen, gehe ich von aus. Das heißt, ich muss von da oben springen. Hüsse! Ja, das sieht gut aus. Da werden wir wohl mit hochkommen. Oh, das Spiel ist auch was für den Kung Pao, glaube ich. Ich glaube, ich werde ihm sagen, oha, dass er das auf gar keinen Fall schauen darf. Bei mir, ich weiß, dass er sich drauf freut. Aber es wäre zu schade, glaube ich. Weil es ist echt ein Spiel für ihn. Hüsse, so. So schön atmosphärisch. Inside their mouths, there's pure void. They can absorb endlessly. They will never be filled. Komm, zieh mich mal da hoch und danke. Leere. Darf ich da drauf? Ja. Warte mal. Kann ich das übermalen?
verstehe ich nicht. Aber ich könnte das doch so machen. Ich muss ihn doch... Achso, pass mal auf. Okay. Und jetzt machen wir es in grün, dass wir da hüpfen können, ne? Hüstlein! Ein Stück zu weit. So, hier ist einfach nur durchlaufen. Ach, verdammt, da muss ich nur laufen, glaube ich. Einmal. Zweimal, genau. So, dann werden wir den hier reinschlittern lassen. Ja, ist ja gut, mein Kleiner. So. Tschüss. Einmal, zweimal und geschafft. Sehr gut. Und nun? Oh, okay. Ein Baumstamm. Auch schön gemalt. Zieht euch das mal rein im Hintergrund. Das sieht echt gut aus. Is creating new monsters. It really wants to catch you. And it will. Sooner or later. Glaubst auch nur du. This is the Filior. They can create other monsters inside their bodies. The hungry Mundakars. Be wary of them. Ja, da soll ich wirklich aufpassen, glaube ich. So, was gibt's hier? Ah, und jetzt muss ich daran vorbei und das mache ich bestimmt, indem ich das schnell durchrase. Und Abfahrt. Ja, guck mal. Fuchs. Boah. Okay, was ist da oben wieder los? Okay. Lass mal immer da runterrutschen, würde ich sagen. Trifft er, vielleicht könnte dich ja gegenseitig, wenn er da drauf fällt, irgendwie. So, dem geht's jetzt aber nicht mehr so gut, glaube ich, nachdem er ihn gefressen hat. Nee, das war der Trick. Boah. Intelligenzbolzen, sage ich da nur. Sehr schön. Okay, was gibt's noch zu sagen, Opa? Ich nenne einfach mal Opa. Was ist das? Das doesn't belong to the void. It was created by someone else. Wie mies. Ganz schön knapp. Maybe you can use them. Okay. Verdammt. Für meine Zwecke nutzen. Ja, wie soll das denn hier gehen? Das ist aber eine knifflige Stelle. Verdammt. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß aber wie. Pass auf. Wo geht das? Ach, verdammt, der springt ja auch da. Nee, das war doof. Okay. Ich würde aber sagen, jetzt wissen wir auch, wie wir die Stelle hier, ja, so. Ne? Rumkriegen. Und wie es dann weitergeht bei Nihilumbra, ja, sehen wir in der nächsten Folge der Lehre. Alles Gute, euer Hardy.